Löchen. 8:55 Uhr, 9:05 Uhr. Wow, und Platz 3 geht dann dabei sein, ist alles hier. Was denn? Ihr beiden wohnt hier, das ist nicht fair. Weißt du, was nicht fair ist? Dass du mir von dir und Larissa nichts gesagt hast. Seid ihr eigentlich schon exclusive? Sollte ich das wissen? Okay. Schreibt ihr euch morgens nach dem Aufwachen? Ja, manchmal. Okay, sehr gut. Und vor dem Einschlafen? Eher nicht. Eher nicht? Okay. Aber sie schläft manchmal bei mir. Okay, puh. Das ist sehr gut. Und, hast du schon mal vorher gepupst? Was? Gepupst. Gefurzt, entfahren lassen. Nein. Es gibt auch Leute, die finden Furzen nicht romantisch. Okay. Und Sie? Nope. Okay, also sind da noch ein paar Hemmungen. Ist das was Schlechtes? Naja, also nicht unbedingt. Also, Durchhirn, das kann ich jetzt echt nicht so pauschal sagen. Hallo! Papa! Ich dachte, du kommst erst in 2 Monaten wieder zurück. Ja, ich hab gedacht, ihr braucht mal eine schöne Überraschung, ne? Nach diesem scheiß Shitstorm, den ihr da hattet, Junge. Ich glaube, du meinst das mit der Calzone, ne? Ja, ich meine, ich wusste, dass schlechte Ernährung schon immer so dein Ding war, ne? Aber Rattenberry, Ratten. Nee, das war dem schuld. Da hat mir wieder was angequatscht und ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen. Jimmy! Jimmy, komm her! Kein Tag älter geworden, er hat sich kein bisschen verändert. Du, wenn du willst. Er ist immer noch sehr freundlich. Hi, wer bist denn du? Hi. Jimmy, Entschuldigung. Das ist Hähnchen mit den Scherenhemden. Grüß dich, Harald. Hi. Hallo. Weißt du was? Setz dich erstmal hin. Willst du einen Drink? Ja. Was habt ihr denn? Jimmy macht die besten Smoothies. Schon dabei. Das ist gut aus. Das ist Barrys Vater. So, halt, pass auf. Ich muss dir erstmal was zeigen. Ich bin gespannt. Ja, einfach super jung, als er ihn bekommen hat. Ja. Tschüss, Mann. Die beiden sind lieb. Wow. Du das oder was? Ja. Das ist doch keine Schulter mehr, das ist ein Lebewesen. Ja, siehst du, kann man machen. Aber sag mal, alles schön und gut, aber wo sind denn die ganzen Kunden? Ja, seitdem das ganze Rattenkiller-Clan-Ding ist, sind die Kunden ein bisschen runtergegangen. Aber es wird schon. Ja. Du fickst jetzt eigentlich deinen Vater. Ach, sein Laden ist fast komplett leer. Ende des Monats ist er raus. Ja. Oh Gott. Ja, also nur, dann so kann man es machen. Dann nichts, Frührente mit ziemlich wenig Rente. Und so wie es hier läuft, werde ich ihm auch nicht helfen können. Die? Ja! Ja, wie ist dein Vater? Wie ist dein Vater? Oh, hey Larissa. Ist das die Larissa? Ist das deine Mutter? Ja, der Vater genauso lustig wie sein Sohn. Sag mal, wie redest du mit meinem Vater? Redet dein Vater mit mir? Hey, aber, wir beruhigen uns jetzt mal alle, ja? Ein bisschen Bad Vibes, ne? Ach, alles gut. Hey, was ist los? Ja, sorry, es ist ein Platz, aber mein Friseur ist krank und ich wollte fragen, ob du für ihn einspringst. Jetzt? Ich habe 2 Kunden, die haben schon seit Monaten gebucht. Er wird mir das mies übel nehmen. Bitte. Barry, ich bin kurz nebenan aushelfen, ja? Wenn was ist, ruf mich an. Ich komm direkt. Voilà. Oh, danke schön. So, und das hier sind Bilder von der Shop-Öffnung, ne? Ist voll schön geworden. Okay, nice. Und wie läuft es eigentlich mit deinem Rum-Business? Ah ja, die ersten 2 Monate top. Und dann habe ich gemerkt, dass ich keine Markenrechte angemeldet habe und dann hat mir die Bude zugeklagt. Oh Mann. Ja, nicht ideal, aber auch nicht schlimm. Ich habe schon wieder ein neues Business. Ich importiere jetzt Hantelbänke. Okay, es klingt gut, aber denn wie viel das Business ist es jetzt in den letzten 2 Jahren? Ne? Lass mich überlegen. Also mit dem Rum und der Alpaka-Farm waren es dann 9. Nee, halt, Hundekindergarten, 10. Jetzt verstehe ich, wo Barry sein Geschäftsinn her hat. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Besonders nicht der. Hast du gesehen, wie dick der ist?